Getting into the pilot seat of a Eurofighter jet, German Chancellor Olaf Scholz on June 16 said that Germany was ready to defend every inch of German territory and that of its NATO allies. "It is also a sign that we are well prepared, that we are training national and alliance defense together so that people understand that we are ready to defend every inch of our territory. This is important," Scholz said during a visit to Jagel Air Base in northern Germany. Scholz's visit came as part of NATO's Air Defender exercise, the largest exercise yet of the military alliance. 25 nations and 250 aircrafts are taking part, with several air bases in Germany having seen air drills in recent days. Wir wissen, dass mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine Zeitenwende verbunden ist, weil das die Aussage ist, dass ein mächtiges Land bereit ist, wenn es die Macht dazu hat, seinen Nachbarn zu überfallen, um sich einen Teil oder das ganze Territorium einzuverleiben. Und wir waren doch alle einig, dass das nicht mehr sein soll und dass Grenzen unantastbar sein sollen und nicht mit Gewalt verschoben werden. Genau, das ist das. Aber es ist auch ein Zeichen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir Landes- und Bündnisverteidigung miteinander trainieren, damit wir jeden Zentimeter des Dass wir Landes- und Bündnisverteidigung trainieren, damit die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen. Das ist wichtig. Schönen Dank. Ja, Herr Bundeskanzler, ich habe zu danken. Danke für Ihren Besuch. Das ehrt uns sehr. Und dass unser deutscher Bundeskanzler hier zu Besuch war heute zum Erdefender-Treibung. Herr Fliegerarzt.